Wir hatten heute die spezielle Aufgabe, mit einem vorgegebenen Warenkorb zu kochen, der daraus bestand, also der aus den Mitgliedern des Genussnetzes gefüllt wurde quasi. Mein Warenkorb war auf den ersten Blick sehr einfach, habe ich mich darüber gefreut und habe gedacht, so, bin ich gut weggekommen. Ich hatte Alstaler Graukäse drin, Alstaler Ricotta, also zwei Käsesorten, ein Schinken, Culatello-Schinken und Kürbiskernöl. Und dann habe ich gedacht, das ist super, einwandfrei. Bis ich die Produkte dann bekommen habe und den Graukäse, den habe ich nicht gekannt, muss ich ganz ehrlich sagen, war für mich Neuland. Und der hatte es dann doch in sich. Ja. Also mit dem Ergebnis war ich zufrieden. Es war ein bisschen speziell, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war auch für mich eine neue Erfahrung mit dem Käse, weil er doch sehr, sehr kräftig war vom Geruch und vom Geschmack her. Aber das Produkt hat uns herausgefordert oder mich herausgefordert, aber ich glaube, wir haben es ganz gut gemeistert. Und letztendlich das Ergebnis ist gut. Und der Käse kommt jetzt nicht aus meiner Region, sonst wäre es wahrscheinlich irgendwann auf meiner Karte. Aber ich könnte es mir schon vorstellen, es in meinem Restaurant zu servieren, ja.